Hey. Muss mir das Sorgen bereiten? Eben hatten wir ein Meeting mit Kollegen. Und ein Kollege kam nicht ein paar Mal angestupst hier über diese Funktion in dem Teams-Viewer. Ja, und irgendwann kam er dazu und hat sich entschuldigt für die Verspätung und sagte, er hätte 45 Minuten in seinem Bademantel auf der Bettkante gesessen und die Wand angestarrt. Der dem Leiter da zu spät kam. Muss ich da nochmal nachfragen? Aber es war Isaac, der sich verwundern musste, als er heimkam. Dort kam gerade ein Pferd mit einer ganzen sonderbaren Wagenladung auf den Hof gefahren. Der Kutscher war ein Mann aus dem Dorfe, aber nebenher schritt ein Herr, den Isaac verwundert anstarrte. Es war Geißler. Fünftens. Isaac hätte sich auch sonst noch über das ein oder andere verwundern können, aber er war nicht dazu geschaffen, an viele Dinge auf einmal zu denken. »Wo ist Inga?« fragte er nur, als er an der Küchentür vorbeikam, denn er dachte daran, dass Geißler ordentlich bewirtet werden müsse. »Inga?« Sie war in den Bergen, in die Bären gegangen, war in den Bären gewesen, seit Isaac auf den Berg gestiegen war. Sie mit Gustav, dem Schweden. Das alte Ding war so toll und verliebt. Es ging zwar dem Herbst und dem Winter zu, aber sie fühlte wie Sommerhitze in sich. Ihr Herz blühte. »Komm, zeig, wie wir Multebeeren wachsen«, sagte Gustav. Wer hätte da widerstehen können? Sie lief in ihre Kammer und war einige Minuten lang ernst und fromm, aber er stand draußen und wartete. Die Welt war ihr dicht auf den Fersen. Sie ordnete ihre Haare, schaute sich nach allen Seiten im Spiegel und ging dann wieder hinaus. Was weiter? Wer hätte das auch nicht getan? Die Frauen können den einen Mann nicht von dem anderen unterscheiden. Nicht immer, nicht oft. Sie gehen also in die Beeren und pflücken Multebeeren auf dem Moor. Sie steigen von einem Erdhaufen auf den anderen. Sie hebt ihre Röcke in die Höhe und lässt ihre schönen Waden sehen. Rundum ist es still. Das Schneehuhn hat schon große Junge und zischt nicht mehr. Es gibt weiche Plätzchen im Gebüsch auf dem Moor. Sie sind noch nicht eine Stunde gegangen und schon ruhen sie aus. Inga sagt, bist du so einer? Ach, sie ist so schwach ihm gegenüber. Sie lächelt verlegen, denn sie ist sehr verliebt. Ach, wie ist sie doch. Ist doch verliebt sein, süß und bitter zugleich. Schick und Brauch verlangen wohl, sich zu wehren, ja, um endlich doch nachzugeben. Inga ist sehr verliebt, sterblich und ohne Gnade verliebt. Sie will ihm wohl, und das ist nur gut und herzlich gegen ihn. Das alte Ding. Wenn der Stall fertig ist, dann gehst du fort, sagt sie. Nein, er gehe nicht fort. Natürlich müsse er einmal fortgehen, aber nicht schon in einer Woche. Wollen wir nicht heimgehen, fragte sie. Sie pflücken Beeren und nach einer Weile finden sie wieder weiche Plätzchen im Gebüsch und Inga sagt, du bist verrückt, Gustav. Die Stunden vergehen. Jetzt sind sie wohl im Gebüsch eingeschlafen. Sie sind eingeschlafen? Das ist ausgezeichnet. Mitten im Ödl an den Eden. Da setzt sich Inga auf und horcht und sagt, ich meine, ich höre weit drüben auf dem Weg einen Wagen fahren. Die Sonne sinkt, während sie heimgehen, werden die Heidehügel im Schatten dunkler. Sie kommen noch an vielen geschützten Stellen vorbei. Gustav sieht sie und Inga sieht wohl auch, aber sie meint die ganze Zeit, es fahre jemand vor ihnen her. Aber sich auf dem ganzen Heimweg gegen einen närrischen, hübschen Jungen wehren müssen? Inga ist sehr schwach und sie lächelt nur und sagt, nein, so einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Inga kommt allein nach Hause. Es ist gut, dass sie jetzt kommt. Großartig ist es. Eine Minute später wäre nicht so gut gewesen. Isaac ist gerade mit seiner Schmiede und mit Aronsen in den Hof getreten und sein Pferd mit einem Wagen hält auch vor der Tür. Guten Tag, sagt Geißler und begrüßt dann auch Inga. Da stehen diese Menschen und schauen einander an. Es könnte nicht besser passen. Geißler ist wiedergekommen. Er ist einige Jahre weg gewesen, aber jetzt ist er wieder da. Etwas älter und grauer, aber lebhaft wie immer und jetzt ist er fein gekleidet, trägt eine weiße Weste und eine goldene Kette. Der Teufel verstehe diesen Mann. Hat er Kunde erhalten, dass er jetzt auf dem Kupferberg etwas vor sich ging und wollte er die Sache untersuchen? Gut, hier war er.
Er sieht hellwach aus, mustert Häuser und Felder, indem er den Kopf sachte hin und her und die Blicke wandern lässt. Er sieht große Veränderungen. Der Markgraf hat seine Herrschaft erweitert. Geisler nickt befriedigt. »Was schleppst du denn da herbei?« fragt der Isaac. »Das ist eine ganze Pferdelast«, sagt er. »Eine Schmiedeesse«, erklärt Isaac. »Die wird mir hier auf der Ansiedlung manches liebe Mal zugutekommen«, sagt er, und heißt Selandra immer noch seine reine Ansiedlung. »Wo hast du sie her?« »Der Ingenieur droben auf dem Berg hat sie mir geschenkt.« »Ist auf dem Berg ein Ingenieur?« fragt Geißler, wie wenn er es nicht wüsste. »Sollte Geißler hinter dem Ingenieur auf dem Berg zurückstehen?« »Ich habe gehört, dass du dir eine Mähmaschine gekauft hast. Jetzt habe ich dir dazu ein Heurechen mitgebracht«, sagt er und deutet auf den Wagen. Da stand die Maschine, rot und blau, ein unmäßig großer Kamm, ein Heurechen, der von einem Pferd gezogen wurde. Sie hoben die Maschine vom Wagen und betrachteten sie. Isaac spannte sich vor und versuchte sie auf der nackten Erde. Der Mund stand ihm offen vor Verwunderung. Ein Wunder nach dem anderen war nach Selandra gekommen. Sie sprachen über den Kupferberg, über das Bergwerk. »Sie haben dort eifrig nach euch gefragt«, sagte Isaac. »Wer hat gefragt?« »Der Ingenieur und alle die Herren. Sie müssen euch unbedingt auffinden«, sagten sie. Ach, Isaac machte sicher zu viel aus der Sache. Geißler vertrug das vielleicht nicht. Er machte einen steifen Nacken und sagte, »Da bin ich, wenn Sie etwas von mir wollen.« Den Tag darauf kamen die beiden Staffetten aus Schweden zurück und mit ihnen kamen zwei von den Eigentümern des Bergwerks. Sie waren zu Pferd, vornehme dicke Herren und allem Anschein nach steinreich. Sie hielten auf Selandra fast nicht an, sondern erkundigten sich nur vom Pferd aus nach dem Weg und ritten weiter nach dem Berge zu. Sie taten, als ob sie Geißler gar nicht sähen, obgleich er ganz in der Nähe stand. Die Staffetten mit den beladenen Packpferden ruhten eine Stunde aus, unterhielten sich mit den Maurern, die am Stall arbeiteten, erfuhren, dass der alte Herr mit der weißen Weste und der goldenen Kette Geißler sei. Und dann zogen auch sie weiter. Aber die eine der Staffetten kam noch am selben Abend wieder auf den Hof herunter mit der mündlichen Botschaft, Geißler solle den Herren hinaufkommen. »Hier bin ich, wenn Sie etwas von mir wollen«, ließ Geißler antworten. Geißler war großartig geworden. Er dachte vielleicht, er habe die ganze Welt in der Tasche oder fand eine mündliche Botschaft gar zu nachlässig. Aber wie ging es zu, dass er gerade in dem Augenblick nach Selandra kam, wo man ihn brauchte? War er denn allwissend? Na, als die Herren auf dem Berge diese Antwort bekamen, mussten sie sich wohl oder übel nach Selandra herabmühen. Der Ingenieur und die beiden Sachverständigen kamen mit. Aber es waren noch allerlei Wendungen und Winkelzüge notwendig, ehe die Zusammenkunft zustande kam. Das versprach nicht viel Gutes. Geißler tat ungeheuer großartig. Die Herren waren jetzt recht höflich. Sie baten Geißler zu entschuldigen, dass sie gestern nach ihm geschickt hätten. Sie seien von der Reise sehr ermüdet gewesen. Geißler war auch wieder höflich. Er erwiderte, auch er sei von einer Reise sehr ermüdet gewesen, sonst wäre er hinaufgekommen. Ja, aber nun zur Sache. Ob er den Berg auf der Südseite des Wassers verkaufen wolle. Sind die Herren selbst Käufer oder spreche ich mit Zwischenhändlern? Das war reine Bosheit von Geißlers Seite. Er musste doch sehen, dass diese vornehmen und dicken Herren keine Zwischenhändler sein konnten. Dann ging es weiter. Der Preis, fragten sie. Ja, der Preis, sagte auch Geißler und überlegte. 2 Millionen, sagte er dann. Ach so, sagten die Herren und lächelten, aber Geißler lächelte nicht. Der Ingenieur und die Sachverständigen hatten so obenhin den Berg untersucht, hatten einige Löcher gebohrt und gesprengt und das Ergebnis lautete, das Vorkommen des Kupfers war auf Eruptionen zurückzuführen. Die Kupferfunde waren sehr ungleich verteilt. Nach der vorläufigen Untersuchung waren sie am mächtigsten an der Grenze zwischen dem Eigentum der Gesellschaft und dem von Geißler. Weiterhin nahmen sie wieder ab. Auf der letzten halben Meile kam ein abbauwürdiger Kupferkies mehr vor. Geißler hörte diesen Bericht mit der größten Gleichgültigkeit zu. Er zog einige Dokumente aus der Tasche, die er aufmerksam durchlas, aber es waren keine Karten und Gott weiß, ob sie überhaupt den Kupferberg betrafen. Es ist nur nicht tief genug gebohrt worden, sagte er, als ob er das seinen Papieren entnehme. Das gaben die Herren sofort zu, aber der Ingenieur fragte, wie Geißler das wissen könne. Er wäre überhaupt nicht gebohrt.
Da lächelte Geißler, als ob er mindestens ein paar hundert Meter tief in den Erdball hineingebohrt, aber dann die Bohrlöcher unkenntlich gemacht habe.